Und Morgana flieht schon in diese Hülle rein. Übrigens, diese Hülle sollten wir uns merken, denn später wird diese Hülle noch wichtig werden. Und ganz... die ganze Stadt ist überflutet. Wir bekommen keine Düsen. Oder bekommen wir noch irgendwo Düsen jetzt? Lass mich da hoch, danke. Die Boote funktionieren auch jetzt noch. Das ist fantastisch. Ja. Die Stadt ist überflutet und das ist dein Problem, dass die Boote noch funktionieren? Meister Mario, blick jetzt hin. Ein Wasserstrahl. Er kommt vom Himmel. Oh, Moment. Er heißt. Ja, doch schon Halluzination. So, ich frag mich gerade, gibt's eventuell irgendwie jetzt noch. Raketendüsen oder so? Es sieht nichts aus. Ja, kein Wunder, ganz Paris ist auch überflutet. Also Kristall in Sicherheit. Es ist wirklich heller. Unsere Insignien der Sonne. Es ist wirklich heller. Sind unsere Insignien der Sonne zurück? Der Sonne zurück? Jeder flüchtet sich auf sein Dach. Und das ist auch gut so. Ja, denn das ganze Gebiet ist überflutet. Und es führt alles zu einer Höhle. Ist wirklich heller, so eine Sonne zurück. Die Insignien soweit ja. Und soweit Force gesagt hat, man kann das Spiel durchspielen, wenn man Mario Morgana immer irgendwie gefangen hat. Ja, und ihr seht. Ja, springen wir mal zu ihm. Er will, dass wir dort hineingehen. Aber wohin führt er uns? Okay. Er führt uns zum finalen Level. Leute, darf ich vorstellen, das ist das finale Level. Das muss man alles gut abtimen hier, denn meine Stacheln, ja, man sollte sich nicht davon erwischen lassen, sonst, na, die Lava ist übrigens Instant Kill. Ja, Leute. Jetzt, oh ja, das war blöd. Ich vergesse immer, dass die dann mal auf Standarddüse umschaltet, wenn man das macht. Ja, um die Stadt quasi normal zu machen, müssen wir jetzt dann... ja, den Verantwortlichen finden für das Ganze. Und der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, wer das sein könnte. Ich meine, es ist vielleicht Bowser Jr. Oder steckt jemand ganz anderes dahinter?
Ihr werdet sehen. So, jetzt kommt nochmal, jetzt kommt die Bootspassage. Hier durfte man, glaube ich, nichts weiter nichts berühren. Wenn man nämlich diese Steinwände dort berührt, dann geht das Boot kaputt. Ich finde es geil, dass so ein Boot plötzlich durchs Lava schwimmen kann. Zumal ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Lava ist oder so. Ach, ich habe irgendwie... Ich habe das irgendwie berührt gerade, glaube ich. Das Gute ist, man bekommt jetzt mal ein Leben wieder. Außerdem war die Passage auch nicht so schwer. So, Bootpassage. Lieber gerade ein bisschen vorsichtig hier. Als dass ich hier groß rushen will. Blauen Münzen sind mir gerade sowas von egal. Geht
müssen diese Leiter auf und natürlich hoch hinaus. Oh, jetzt kam die Passage noch. Das ist ein bisschen nervig gerade mit den Wolken. Dumm. Das reicht nicht mehr. Nein! Oh gut, dass die Wolken so weich federn. Oh, scheiße, das war blöd. Was war das denn gerade, Mario? The water is great, hey Junior? Sure is, Papa. Come on in, Mama Peach. War so klar. Natürlich steckt er dahinter. Nämlich Bowser. Ja, man konnte so leicht runterfliegen. Und das mit der Düse auch noch. Beziehungsweise habe ich jetzt eigentlich die... Na, ich habe immer noch die Raketendüse. Oh, die blauen geben Leben. Nein! Vielleicht sollten wir versuchen, die heiße Badewanne umzukippen. Ich glaube, das, was ich die ganze Zeit versuche.
Okay, wenn sowas ist, einfach drüber springen. Okay, das müssen wir jetzt nämlich viermal machen, das Ganze. Oh, gut, knapp. Na, Mann. Scheiße. Ah, Scheiße! Mann, dieser Kampf ist eigentlich gar nicht so schwer. Scheiße, es wäre ein Leben gewesen. Ja. Knapp. Nein! Oh, gut, knapp. Scheiße, nein, genau in diese blöde Suppe rein. Das sollte ich lieber lassen. Das sollte ich lieber lassen. Eins. Zwei. Ach, noch dreimal. Das ist doch stimmt, der die zweite Stelle. Ach, verdammt.
Ja, noch zweimal, ich weiß. Das war geil. Ach, verkackt.